So, meine lieben Herren und Damen, ich begrüße euch zurück zum nächsten Part, zu Part 7 von Snapbookers Barrier 3. Dann machen wir hier direkt weiter. Auf dem Weg. Rennen wir mal direkt hin. Egal. Ja, das war jetzt ein Fail von mir, in einer Minute tot. Scheiße. Sie versuchen das Signal zu unterbrechen. Du musst zum Hauptrechner und sie aufhalten. Ich schicke dir ihre Position. Auf dem Weg. Gut. Wenn Sie mich arbeiten lassen, geht es sicher schneller. Jawohl, machen wir doch glatt. Irgendwo ist hier ein... Ach, der Mama. Ist es die hier unten? Jetzt muss ich mal gucken, ob es die Antenne da unten ist, zu der ich muss. Och, jetzt halt doch mal die Fresse, du scheiß WhatsApp, du gehst mir sowas von auf den Sack. So. Ich glaube, wir müssen da unten hin. Ja, wir müssen irgendwie nach unten gelangen, das heißt, wir müssen irgendwie nach unten laufen. Zu der anderen Antenne, sorry. Fuck. Schauen wir mal, wo wir jetzt letzten Endes hin müssen. Woran verwenden wir die georgische Fahrzeuge? Sie sind der Beute der Schweizer-Fahrzeuge. Wir hatten keine Zeit, sie neu zu verkehren. Er zog sich schwere Verbrennungen zu, fing auch an zu trinken. Himmel! Ich will nur nicht... Wir müssen ja irgendwie da zu der Antenne dahin. Irgendwie. Und wie bitte? Danke. Da muss noch ein Weg nach unten führen.
Oder gibt es hier noch eine Seilbahn, die ich nutzen kann? Och Leute! Sorry. Das war die One. Da ist mir die One abgestürzt. Sorry. Das wird mir schrecklich traurig. Da hat sich wohl die One aufgehängt. Komm, lad. Ja. Das kennen wir ja alles schon. Ich kann euch schon mal sagen, auf was für Spiele ich mich noch freue. Das ist The Evil Within, der zweite Teil, der ja bald rauskommen soll. Und auf jeden Fall auf Far Cry 5, wie das Far Cry 5 wird. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen quatschen dabei. Kann ich mal noch eine Zigarette machen. Aber da muss ich an CI Games noch ein paar Worte richten. Arbeitet beim nächsten Sniper besser an diesen Frames, an diesen scheiß Störungen. Weil mir kommt das Spiel ein bisschen halbfertig vor, wenn ich ehrlich bin. Wen es interessieren sollte, ich habe mir vor einiger Zeit die letzte Staffel zu The Person of Interest geholt. Und für den, den es interessiert, es ist ein geiler Film. Ich wette drum, dass den fast jeder kennt, diesen Film. Es geht um eine künstliche Intelligenz, die die Weltherrschaft an sich reißen will und wo ein paar Kämpfer, die es eben verhindern wollen. Lief immer ganz lang bei RTL. Ich glaube, das werden einige kennen. Ich freue mich natürlich auf The Walking Dead wieder, auf den neuen Saw-Teil, den achten, der ja Jigsaw heißt, der ja um Halloween in den Kinos erscheinen wird. Wenn ihr wollt, machen wir dazu auch ein Review zu diesem Film. Wenn ihr Bock drauf habt, dann kommt ein Review definitiv raus. Schreibt einfach in die Kommentare oder schreibt mir bei Twitter oder bei Facebook auf unsere Seite Hashtag Jigsaw und dann schreibt einfach rein Review ja oder Review nein oder ein Like Daumen nach oben. Das wird uns auch genügen. Also Hashtag Jigsaw und dann einfach ein Like Daumen oder einfach schreibt nein, dann machen wir auch kein Review. Der Crumbskull schaut ihn ja so oder so an. Der kennt ja jeden Saw-Teil, der hat ja alle Teile komplett ungeschnitten. Und auf jeden Fall Annabelle. Annabelle 2. Auf den freue ich mich auch schon, wenn der im Kino endlich läuft. Mein erster Teil war schon mega geil. Und Uncut User kommt ja auch noch ein zweiter Teil. Da war der erste Teil auch mega geil. Bloß mit einer falschen FSK-Bewertung. Freigegeben ab 12. Aber ab 16 war er letzten Endes. Jetzt ist er ab 16. Ja. Und jetzt können wir weiter zocken. Weißt du noch mehr über die Satellitenkommunikation? Ja. JSOC will, dass du die Übertragung umlenkst. Manuel? Wir haben eine Skizze des Plans. Hä? Du musst die Radio-
Radioteleskope verstellen. Das ist alles? Das wird nicht einfach, John. Du musst in ein schwerbewachtes Antennenfeld dringen. Das ist eine wichtige Anlage für sie. Sie werden schnell begreifen, was passiert ist. Doch bevor es dazu kommt, Arsch. Am Arsch, Leute. Das machen wir ein paar Schnellreise. Die Archive. Vermutlich wird es dort Gerüchte über Robert geben. Ich kann mich umhören, aber das ist alles. Wer weiß, ob er noch lebt. Nee, Frank, der ist zu stur, um zu sterben. Bitte. Okay. Ich halte die Ohren auf. Ende. Anscheinend hat das auch gleichzeitig die Mission abgebrochen. Jetzt kann ich den ganzen Motherfuck nochmal von vorne anfangen. Aber das ist ja schnell gemacht, jetzt wissen wir, wie es geht. Wenn wir es lautlos schaffen, dann gehen wir lautlos vor. Vielleicht kann ich jetzt auch meine Skillpunkte im Moment. Apropos Skillpunkte, die können wir auch noch kurz einlösen. Sowas kann man beim Geist freischalten. Erkundungsmodus. Roboter, die Feinde nachher noch zu schnell aus. Okay, was haben wir hier? Massenrabatt. Ne? Bessere Preise beim Kauf von Gegenständen im Laden. Okay. Und stärker Medikits sind auf der Karte eingezeichnet. Ist natürlich auch nice. Weniger Schaden von Explosionen. Dann nehmen wir mal den. Kostet 4 Punkte. Das kostet alles zu viele Skillpunkte, aber gut. Frank, ich kann die Basis sehen. Unser primäres Ziel sind die Radioteleskope. Begib dich hinein und stell sie auf die Koordinaten ein, die ich auf dein Tablet geladen habe. Pass mit deiner Drohne auf. Wenn du zu nahe an die Antennen kommst, wird ihre Frequenz gestört. Super. Also die ersten sind tot. Nein. Da oben steht keiner. Nein. Der war so alt, dass ich kaum erkennen konnte, was zum Teufel passierte. Verdammt. Sobald der Krieg vorbei ist, kaufe ich einen Nachtbildschirm. Вижу противника! Der Mama. Ich schmeiße jetzt dann beide alles hin, hier, aber ich bin keinen Bock mehr daran.
zumindest immer bis jetzt umgesehen. Lade die Koordinaten bei der ersten Antenne hoch. Gute Arbeit. Jetzt such die andere Türme. Damit das funktioniert, brauchen wir sie alle. Das machen wir jetzt im Schnellverfahren. Kennen wir ja schon alles. Lade die zweiten Koordinaten hoch. Ausgezeichnet. Du leistest ausgezeichnete. Warte mal. Scheiße. Sie versuchen das Signal zu unterbrechen. Du musst zum Hauptrechner und sie aufhalten. Ich schicke dir ihre Position. Auf dem Weg. Ja, ich muss da ja so oder so hin, dann passt es ja eh sehr gut. Heilige Scheiße, John. Das war zu knapp. Okay, im Laufschritt zur nächsten Antenne und dann nichts wie raus da. Genau. Warum hätte das nicht im nächsten Part, im letzten Part so laufen können? Das wäre mega gewesen. Ich muss ja eh nach unten. Dann laden wir den letzten Kontrollpunkt. Außer es gibt eine Seilbahn, dann kann ich mit der Seilbahn erfahren. Wir werden beschossen. Fuck. Schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen.
Wow. Und wie bitte? Wenn ich mal sage, wie ich da hinkomme, dann schafft man einen guten Deal. Wow. Wow, 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 wow. Muss ja irgendwie runterkommen. Alter Falter. Ja. Egal. Jetzt fahre ich mal nach oben. Vielleicht gibt es ja oben was Spannendes. Vielleicht komme ich ja von oben auf die Plattform. Kann man nicht nutzen. Und wie soll ich jetzt hinkommen? Jetzt scouten wir mal, ob es irgendeinen Weg nach unten gibt. Weil irgendeinen Weg muss es ja nach unten geben. Und den gibt es anscheinend auch hinten. Okay, das heißt, wir müssen nach hinten laufen und uns dann hinten eine neue Frequenz holen, hätte ich schon fast gesagt. Wir müssen dann hinten runterlatschen, da gibt es anscheinend eine Leiter. Gut zu wissen. Okay. Weiß nicht Bescheid, dann müssen wir da jetzt hin. Nochmal runter. Müssen wir hinten rumgehen. Jetzt müssen wir weiter nach hinten gehen. Das hätte man auch vorsagen können, dass es hier eine Leiter gibt. Oder eine Treppe. Aber ich denke, das schaffen wir schon noch sehr gut. Ja, wir sind ja gut in der Zeit. Wir haben jetzt nicht mal eine halbe Stunde hinter uns. Von UN-Truppen ein. Ich habe mich hier nicht gemeldet, um an einem verdammten Todesmarsch teilzunehmen. Hast du ein Problem? Hey, das ist möglich. Bei Amas? Nicht sehr wahrscheinlich. Hey, wer ist da? Thank you.
das? Gut. Was ist der Feind im Blickfeld? Hey, wer ist da? Angriff! Hilfe! Bitte! In Deckung! Bedeckt halten! Das waren alle. Gute Arbeit, John. Atme mal kurz tief durch. Aber mach dich bereit, weiterzumachen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Okay. Jetzt haben wir die Mission abgeschlossen, aber sind tot. Okay. Ja, haben wir es jetzt abgeschlossen oder nicht? Na, anscheinend schon. Okay. Jetzt möchte ich mal wissen, was haben wir denn an neuen Sachen freigeschaltet? Das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Und vielleicht neue Munition wäre ganz nice. Nee. Also Munition haben wir nicht frei. Aha, aber eine neue Handfeuerwaffe. Okay. Nehmen wir mal Rauchgranaten mit. Und normale Granaten. Und noch ein Wurfmesser. Dann bauen wir jetzt noch ein bisschen Muni. Das wird jetzt das nächste sein, und zwar die brauchen wir. Brauchen wir 10-mal. So. Dann machen wir jetzt noch. Ich überlege jetzt, machen wir einen Außenposten oder eine Tötungsmission? Jetzt schauen wir mal auf den Laptop, was der hergibt. Vielleicht machen wir auch noch eine Nebenquest. Obwohl ich aber im letzten Part versprochen, wir machen noch ein paar Außenposten. Okay.
Okay. Nichts leveln. Okay. Und ich habe euch ja ein Versprechen gegeben. Wir werden jetzt wir reisen jetzt dahin und machen noch einen Außenposten. Nämlich diesen. Wer schießt denn da? Alter. Habeke. Wir machen jetzt die 35 Minuten. Vielleicht schaffen wir da den Außenposten. Jawohl, das können wir ja eigentlich auch zu Fuß gehen, weil es ist ja hier direkt ums Eck. Mal scouten. What the fuck? Alter! Ja, wir müssen auf alle Fälle da oben den Sniper killen, weil dann können wir da besser reingehen. Und uns von dem Weg frei snipern. Das werden wir auf jeden Fall müssen, sonst kommen wir da gar nicht rein. Alter! Da ist irgendwo ein Sniper. Hey! Angriff! Feind im Blick! Einsatz
Einsatz tödlicher Schüsse autorisiert. Oh, hier. Und jetzt werden wir hier den Part auch kurz und knackig beenden. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hier an dieser Stelle. Versprochen, hoch und heilig. Ich werde mein Versprechen auch halten. Den nächsten Part machen wir mit Außenposten zu. Schauen wir mal, dass wir das Gebiet Gutes gegen cleanen, bevor wir wieder eine Hauptmission machen. Und dann schauen wir auch mal, dass wir die Nebentötungen mal machen. Ist ja keine Hauptmission. Die Hauptmission, die verschieben wir jetzt ein bisschen nach hinten. Okay? Okay. Also, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Saka. Bevor ich es vergesse, sorry. Abonniert, liked, kommentiert, bewertet. Und wer spenden will, kann das auch tun. So, und jetzt verabschiede ich mich aber. Euer Saka.